Leute, die Apex Legends Global Series sind mittendrin, beziehungsweise am 10. September sind sie vorbei, dann steht der Gewinner fest und ich möchte euch den aktuellen Stand der absoluten Waffenmeta vorstellen. Ich habe eine Top 22 Waffen mit Kills, mit Damage, roundabout 6000 plus minus Kills sind es gewesen, eine Top 22 Waffengranaten, die eben für die meisten Kills gesorgt haben und ich habe die Top 3 gewählten Legenden in den Global Series, die die Pro-Spieler uns irgendwo vorgeben und uns vielleicht ein bisschen daran inspirieren, was wir für Waffen spielen könnten oder welche Legenden, wenn wir denn mögen. Wir fangen an mit der Nummer 22, die Kraber. Ich habe es ganz oben hier in so einem Schieber, weil ich jetzt nicht jede Waffe einzeln einblenden wollte, mit fast 7000 Damage. Dann kommt die Triple Take mit 10 Kills und 15.000 Damage. Dann haben wir die Charge Drive. Die Charge Drive ist extrem schlecht gepickt und soll angeblich auch noch einen Buff bekommen. Die Charge Drive ist einfach nur noch schlecht. 11 Kills, 12.000 Schaden. Dann haben wir die Mastiff mit 14 Kills und 5.000 Damage. Den Schaden, den lasse ich mal außen vor. 17 Kills mit der Elster aus dem Care Package. Dann haben wir die Havoc mit 20 Kills. Die Thermitgranate mit ebenfalls 20 Kills. Extrem geil. Dann haben wir die Nemesis. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den Global Series auch so ist, dass die Care Package Waffen bzw. die... nicht die Care-Package-Waffen, eher die Replikator-Waffen. Sind die in den Global Series auch im selben Stand, dass die im Replikator drin sind? Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht genau. Die Nemesis auf jeden Fall mit 22 Kills. Wir haben 26 Kills nur mit der Wingman. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass die eher so im unteren Mittelfeld steckt. Die 301 ebenfalls relativ weit hinten mit 28 Kills. Die Frag Grenade mit 23 Kills, mehr als die 301. Sehr, sehr überraschend, wie ich finde. Und alleine 21.600 Schaden mit der Frag Grenade. Das ist schon echt verdammt beeindruckend. Die Prowler mit 38 Kills. Natürlich, wenn sie aus dem Care Package einmal gezogen wird, ein absolutes Biest. Dann haben wir ebenfalls 38 Kills mit der PK. Arcs. Geil. Arcstar mit 49 Kills und 29.000 Damage. WTF. Die G7 mitten im Mittelfeld mit 53 Kills und 54.000 Schaden. Guckt euch diesen Sprung an. Der Arcstar mit 26.000 und dann macht die G7 einfach mal auf Midrange oder Longrange. Kannst du natürlich gut Damage farmen mit der G7, was das für ein Damage-Unterschied ist. Dann haben wir die Alternator mit 82 Kills. Die Flatline zu Recht relativ weit oben mit 84 Kills, 97 Kills mit der Vault, die Hemlock kommt als nächstes. Guckt euch diesen Unterschied an zwischen Vault und Hemlock, sind mehr als 100 Kills Unterschied. So, dann haben wir die 3030. Die 3030 ist für mich meiner Meinung nach eine absolute Überraschung, so weit oben mit 246 Kills. Dann haben wir die Kar mit 278 und jetzt müsste schon die letzte Waffe kommen. Genau, die R99 hat einfach mal doppelt so viele Kills wie die Waffe auf Platz 2. Die R99 und die Kar sind natürlich die stabilsten und effektivsten Close-Range-Fight-Waffen. Und auch der Damage bei der 99 mit 237.000 zu Platz 2 mit 125.000 Damage, das ist einfach Wahnsinn. Aber Damage-Spitzenreiter ist tatsächlich die 3030 Repeater. Das ist ein absolutes Ding. Also wie gesagt, dass die 301 so weit unten ist, hätte ich nicht gedacht. Auch die Wingman relativ weit unten. Die 99, das kann man sich wahrscheinlich ausmalen, dass das tatsächlich meistens so ist. Und die Top 3 gewählten Legenden sind Bangalore, Catalyst und Horizon. Kann ich absolut verstehen. Und drunter wird auch geschrieben, während wir es hier nirgendwo in der Statistik wirklich finden, weil es hier einfach kaputt genervt würde. Mal wieder, er war letzte Season fast zu stark mit einem neuen Buff. Das Erbstück kam raus, Buff hier, Buff da, noch ein Buff und dann wurde er wieder kaputt genervt. Das ist ein ewiges Hin und Her. Also Leute, ich bin gespannt, was sagt ihr? Orientiert ihr euch auch an den Pro-Gamern so ein bisschen nach Legendenwahl und auch die Wahl der Waffen? Könnte ich mir vorstellen, dass es da viele von euch gibt, auch wenn viele gerade vielleicht nicht so richtig Bock haben, überhaupt Apex zu spielen. Dennoch eine sehr interessante Statistik. Ich schaue mal zum Ende der Global Series am 10. September, ob es da nochmal eine finale Statistik
gibt, dann reiche ich die euch nochmal nach. Da wird sich sicherlich nicht so viel dran ändern, außer dass die R99 wahrscheinlich dann mehrere tausend Kills hat und keine Ahnung, Richtung 1 Million Damage könnte ich mir fast vorstellen. Und der Rest könnte sich vielleicht noch so ein bisschen mischen. Schauen wir auf jeden Fall mal, ob sich bis da noch irgendwas ändert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.